Meinst du, die Fastenaktionen der Kirchen sind Boykottaufrufe? Das ist Kinderkacke. Insgesamt war es ja auch ein gutes Brennglas, um auch andere Probleme zum Beispiel im Harry Potter-Universum einfach mal klar zu definieren. Einfach allein dieses Hurra, Hurra, die Welt geht unter Pathos kann natürlich keiner gebrauchen. Soll ich die Gesprächsleitung abgeben? Das hatte Martin Luther eigentlich abgeschafft. Mit Macht kommt auch Verantwortung. Ja, die Welt ist begrenzt. Das wissen wir aus der Bibel. Darf ich das öffentlich sagen? Ja, kann ich, glaube ich, sagen. Die Würfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, wir wieder beim Koali und zu einer neuen Folge von den Würfelphilosophen. Wir quatschen heute eine Runde über Fasten und Verzicht und haben uns dazu zwei Gästinnen eingeladen. Einmal die Stadtpoetin. Hallo. Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Und einmal Jasmin Neitzel. Hey, hi. Ja, und sonst von der Stammcrew noch dabei der Zeitiger und der Jonathan. Ich will jetzt Servus und Grüß Gott sagen. Der Alex ist heute leider verhindert, aber das gleichen wir ja durch Unterstützung mehr als aus. Vielleicht stellt ihr euch noch mal ganz kurz vor als Gäste, falls die Leute, die zuhören, euch noch nicht kennen. Hey, hi, ich bin Jasmin Neitzel. Ich mache unter anderem den Podcast Nerds die Hobby und habe an Rollenspielbüchern so ziemlich alles gemacht, was man an Rollenspielbüchern tun kann. Und für dieses Thema vielleicht relevant, ich habe mal Philosophie studiert vor vielen, vielen Jahren. Genau, Stadtpoetin bin ich und ich komme aus Braunschweig, bin heute als Gast dabei, habe Theologie studiert und mich mit Verzicht, glaube ich, eher so im Rahmen der Fastenzeit immer mal beschäftigt und eher so lebenspraktisch verzichtet. Genau, und bin gespannt, hier als Gast dabei zu sein. Was bringt uns auf das Thema, da ihr ja da jetzt gerade im März die ganze Folge hier hört, sage ich euch mal kurz, wann wir das Ganze ja aufnehmen. Wir nehmen das Ganze ja am Aschermittwoch auf. Und heute beginnt die Fastenzeit, die christliche Fastenzeit, 7 Wochen bis Ostern. Und das haben wir so ein bisschen als Aufhänger benutzt, weil es jetzt gerade so religiös zumindest Thema ist. Als religiösen Experten haben wir ja den Jonathan und die Stadtpoetin jetzt ja auch hier. Und Fasten hat ja auch immer was mit Verzicht zu tun. Aber vielleicht ordnen wir das erstmal ein. Was ist denn dieses Fasten überhaupt? Und unterscheidet sich das so von irgendwelchen Angeboten, die man da draußen in der freien Gesellschaft bekommt, wenn man sagt, ich möchte gerne irgendwie einen Health Drink oder sowas haben oder gibt es ja ganz viele Angebote, die Heilfasten oder sowas. Ist da irgendwie eine Parallele zum religiösen Fasten oder was soll das Ganze überhaupt? Ja, also religiöses Fasten kommt, also die 40 Tage, die 7 Wochen Fastenzeit, das ist ja ein biblisches Vorbild oder eigentlich, also man könnte fast sagen zwei, denn ganz am Anfang seiner Karriere, in Anführungszeichen, fastete Jesus 40 Tage lang in der Wüste und hat da allerlei spannende Begegnungen mit dem Teufel. Total spannende Geschichte. Das ist sozusagen die Blaupause gewesen für die 40 Tage Fastenzeit durch Ostern, vor Ostern. Das andere ist auch ein bisschen diesen Leidensweg Jesu nachvollziehen und deswegen auf etwas verzichten. Das sind sozusagen die beiden Motoren der religiös motivierten Fastenzeit. Bei den Orthodoxen, glaube ich, ist es so, dass der Advent, also wo alle anderen Leute irgendwie Glühwein trinken und Kekse essen, fasten die auch. Das gibt es auch noch. Und das hat eine ziemlich andere Zielsetzung als dieses ich mache jetzt mal Wellness und entschlacke mal meinen Körper, weil es nämlich genau das Gegenteil sein soll von Selbstoptimierung. Sondern ich sozusagen reduziere etwas, um mich besser auf anderes konzentrieren zu können. Also entweder aufs Leben hier im Jetzt oder eben, wenn man das Ganze religiös bezieht, dann auf, was weiß ich, damit ich fasse jetzt mein Smartphone 7 Wochen nicht an, damit ich mehr Zeit zum Beten habe oder so. Gibt's auch. Oder zum Bibellesen, keine Ahnung.
an dem keine Ahnung hört man schon so ein bisschen raus, dass ich da zumindest nicht mehr so dabei bin. Im Studium habe ich das immer sehr exzessiv betrieben, das Fasten, also habe dann 40 Jahre, genau, 40 Tage keinen Alkohol, keine Süßigkeiten und kein Fleisch gegessen, getrunken, manchmal gleichzeitig, manchmal nur das eine oder nur das andere oder so. Ja, ich fand die Gegenüberstellung ganz interessant zwischen dem Leiden, das da abgebildet sein soll, und dem Wellness. Ich weiß nicht, irgendwie diese Selbstoptimierungssache, ich weiß nicht, ob das nicht auch im religiösen Fasten auch eine Rolle spielt oder ob das eine gesellschaftlich moderne Sache ist, die da drüber gestülpt wurde. Das kann man ja schwer immer auseinanderhalten. Aber die Stadtpoetin wollte auch noch irgendwie was sagen zum Thema Fasten. Ja, also es ist auf jeden Fall, also ich kann dem absolut zustimmen, was Jonathan gesagt hat. Es ist halt echt, in allen Religionen gibt es ja Formen des Fastens, auch im Islam. Also es ist schon so eine urreligiöse Form und trotzdem gibt es halt auch das Wellness-Fasten, aber ich würde das gar nicht so abwerten. Also vielleicht ist ja auch das Wellness-Fasten die ursprüngliche Form und da später wurde es religiös gedeutet oder so. Also wer weiß, was da Henne und Ei ist. Vielleicht war es ist einfach ein Grundbedürfnis der Menschen und später hat man es religiös erklärt oder es kommt halt wirklich aus dem Religiösen und dann wurde das quasi säkularisiert oder so. Und ja, es gibt tatsächlich ziemlich viele Menschen, die die Zeit jetzt auch nutzen. Vielleicht ist es so ein Nachwinter, bald ist Frühling und man will nochmal Funde loswerden oder nochmal bewusster in den Frühling starten. Ich glaube, es ist einfach so ein Bewusstsein für Rituale und manche Menschen nehmen die Zeit für sich einfach und nutzen das. Protestantisch gibt es eigentlich gar kein Fasten. Das ist wieder eine moderne Erfindung, dass wir protestantisch fasten. Das hatte Martin Luther eigentlich abgeschafft und trotzdem gibt es jetzt wieder Fastenaktionen. Es gibt super viele protestantische Christinnen, die sich dann aber eigentlich dem säkulären Fasten anschließen. Also sagen, ne, sie leben vegan, sie verzichten auf Zucker oder auf Alkohol. Und ich habe auch sehr exzessiv gefastet früher. Ich habe auf mein Bett verzichtet in der Jugendzeit. Ich habe auch mal auf den Fernseher verzichtet. Ich habe irgendwie gefühlt alles schon durch. Habe dann jahrelang einfach gesagt, nee, ich lasse es jetzt. Das bringt gar nichts mehr. Ja, also es ist nicht so einfach, finde ich. Das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen. Hat es irgendwas gebracht, wenn man das so exzessiv gemacht hat? Aber wenn du schon vorgedeutet hast, nee, dann, naja, kann man das ja mal so stehen lassen. Jasmin. Genau, ich bin halt eher atheistisch einzuordnen, also habe keine religiösen Motivationen, aber ich halt dieses, ja, ich verzichte auf Alkohol oder auf Fleisch, also das ist halt etwas, was ich einfach dauerhaft mache. Also ich bin so ein bisschen die Straight-Edge-Person in meinem Umfeld. Also ich das ist jetzt halt auch nicht super ethisch motiviert oder so etwas. Also gut, bei Fleisch schon, ich möchte das nicht ökonomisch unterstütze, indem ich halt ist im kapitalistischen Sinne konsumiere, also ich boykottiere sozusagen halt die Produktionsketten von Fleisch, indem ich es halt einfach nicht kaufe. Und Alkohol, habe ich halt einfach gemerkt, ist halt etwas, was mich einfach nicht weiterbringt. Das ist keine Bereicherung für mein Leben. Und deswegen habe ich halt aufgehört, das zu konsumieren. Halt Rauchen sowieso nie, halt Süßigkeiten gönne ich mir schon ab und an und Koffein. Also ich bin halt, es ist halt aber auch für mich überhaupt kein Ziel, halt komplett jetzt frei von außerhalb des Körpers entstehenden Räuschen unterwegs zu sein. Aber ich brauchte halt nie eine Fastenzeit, um auf Dinge zu verzichten, die ich früher mal irgendwie genossen habe, sondern habe halt einfach irgendwann den Punkt gehabt, dass sie mir nicht mehr wichtig waren oder meinem Leben nichts mehr beigetragen haben. Das geht mir ähnlich. Bei mir auch ein bisschen gesundheitlich bedingt, dass ich kein Fleisch mehr konsumieren kann und kein Alkohol mehr trinken kann. Habe ich früher als Jugendlicher oder junger Student sehr ausgiebig gemacht. Von daher kann ich jetzt auch nicht so auf Leute herabblicken, die das immer noch ganz gerne machen. Genau, Zeitiger wollte auch noch was zum Verzicht oder so sagen. Finde ich mal schön, dass Jasmin und ich da an der Stelle einfach was sehr gemeinsam haben, weil ich da auch aus meiner Sicht hier sehr auf diesem Straight-Edge-Gedanken auch irgendwo hängen geblieben bin, auch wenn ich so nie mit der Punk-Kultur dazu konsumiert habe. Aber ja, das gerade dieses Verzichten auf eben, um sich entsprechend anzupassen und das Vegetarier zu sein,
war eine, für mich zum Beispiel eine bewusste Entscheidung, wo ich einfach sage, okay, ich muss jetzt nicht, ich brauche jetzt kein Fleisch für mein Leben. Eier und Käse ist schon schwieriger, aber das hatte ich auch ja in geringen Maßen. Aber was mir wirklich jetzt schwer gefallen ist, ich hatte jetzt aufgrund von medizinischen Gründen eben, bin ich jetzt auf Zuckerdiät, weil entsprechend Fructoseintoleranz sich bei mir ausgebildet hat. Und das war erstmal hart, weil ich dann da stand, okay, ich war wirklich so in diesem absoluten Verweigerung und sage, nee, das kann nicht sein. Die Person, die mir gerade das hier gesagt hat, nee, es muss ja irgendeinen anderen Grund haben, bla, ich muss eben, kann mich entsprechend rausfinden. Und nach ein paar Stunden habe ich dann gesagt, okay, dann ziehe ich es jetzt durch und war die erste Woche wirklich maximal schlecht gelaunt. Aber mittlerweile geht es und seitdem bin ich jetzt auch auf, so gesehen, vom Zucker auch runter. Auch interessante Erfahrung. Besonders wenn man dann feststellt, okay, so ein Früchtetee ist plötzlich sehr, sehr süß, wenn man runter ist von seinem Zuckerlevel. Ist denn für euch der Verzicht jetzt mal generell, ich nehme jetzt mal einfach die Fastenzeit, ist meint ihr, dieser Verzicht der klassischen Fastengegenstände, also Alkohol und Fleisch und so, hat sich mittlerweile so stark in die Gesellschaft also hinein involviert, dass man jetzt auf Zwang irgendwas anderes suchen müsste? Oder meint ihr, dadurch wäre jetzt eine Fastenzeit auch irgendwie obsolet oder so? Nee, okay, ich halte prinzipiell halt dieses, ich verzichte auf etwas, um irgendwie zu leiden, um irgendwie in den Headspace zu kommen, kann man halt machen. Ist halt dann auch eine Privatsache und wenn einem das wirklich hilft, gerne, und dann sollte man etwas nehmen, was einem eben in diese Leidenssituation bringt, die man haben will, dass man eben sozusagen durch Leid, durch etwas durchgeht, da muss man jetzt nicht, also wenn man halt bereits vegetarisch lebt oder bereits kein Alkohol mehr konsumiert, dann natürlich, um denselben Effekt zu haben, muss man sich etwas anderes aussuchen. Das ist irgendwie, wie Schattenwächter sagte, das Verzicht auf ein Bett ist oder was auch immer. Für den gewünschten Effekt ist es dann ja okay, sich was anderes zu suchen. Wenn der gewünschte Effekt für den gesellschaftlichen Verzicht auf Fleisch, Alkohol, Flüge, was auch immer, ist ja in der Regel ein anders motivierter. Da geht es ja nicht darum, dass man leidet, sondern dass man es in der Regel für einen entweder für sich persönlich oder für die Gesamtgesellschaft besseren Lebenswandel hält in irgendeiner Form. Und da geht es ja nicht darum, für eine begrenzte Zeit zu leiden, sondern darum, sein Leben umzustellen und zu verändern. Und Fasten ist ja eigentlich auch fast immer mit einem Fastenbrechen am Ende verbunden und mit eben der bewussten Wiederaufnahme der Gewohnheit. Und das sehe ich halt gesamtgesellschaftlich nicht so, dass wir jetzt verzichten, um das wieder aufzunehmen irgendwann, sondern wir versuchen, die Gesellschaft in irgendeiner Form zu verändern. Wir sind gerade an einem Punkt, wo das da auch sehr viel Debatte drum besteht, was wir verändern müssen. Ja, mir sind so zwei, drei Dinge eingefallen. Erstmal ist tatsächlich Alkohol überhaupt gar kein Ding, was sozusagen klassisch religiös gefastet wurde im Christentum. Im Gegenteil. Mönche waren ja die ersten und besten Bierbrauer, weil sie irgendwas brauchten, was total viele Kalorien hatte, um in der Fastenzeit trotzdem über die Runden zu kommen. Ein bisschen polemisch könnte man sagen, die haben nichts mehr gegessen, aber gesoffen wie die Löcher. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wo ihr Straight Edge sagt, das finde ich ganz spannend. Das kommt ja eigentlich, ist ja eine Solidaritätsbewegung, weil zuerst bekamen die ein schwarzes Kreuz auf die Hand, die noch so klein waren, dass sie nicht saufen durften. Und dann war es irgendwann cool, das auch auf der Hand zu haben und eben nicht mehr zu trinken, nicht mehr sich zu berauschen, anderes zu tun. Es ist also auch so ein bisschen, ja, hat eine ausstrahlende Wirkung. Ich glaube, auch daher kommt es, warum sozusagen warum der Metalcore, der christliche Metalcore in den USA so groß ist. Weil die moralische Überschneidung mit der Straight-Edge-Szene da durchaus vorhanden ist. Aber das ist jetzt ein musiknerdisches Seitenthema. Was ich tatsächlich glaube, also ich muss immer ein bisschen lächeln, die evangelische Kirche sagt immer 7 Wochen ohne und jedes Jahr ist es was anderes. Da denke ich mir auch, es ist jedes Jahr was anderes, damit man noch viel Aufmerksamkeit bekommt. Und weil einem sonst nichts mehr einfällt. Also, und ich persönlich bewundere das sehr, wenn ihr irgendwie vegetarisch und so lebt, was ich tatsächlich, ich
vertrage auch fast keinen Alkohol mehr. Ich trinke nur noch Whisky und Gin. Aber irgendwie Bier und Wein vertrage ich überhaupt nicht mehr. Aber ja, beim Whisky, da trinke ich irgendwie alle 4 Wochen mal ein Glas oder so. Also im Gegensatz zu früher habe ich das auch massiv reduziert und es tut mir total gut. So, Fleisch versuche ich immer zu reduzieren. Das fällt mir persönlich sehr schwer. Aber ich denke auch, eigentlich muss es sein, so gesamtgesellschaftlich für den Planeten. So, also das ist irgendwie meine große Struggle, dass mein moralischer Kompass mir eigentlich sagt, hör auf, so viel Fleisch zu essen, und ich krieg's echt, echt, echt schwer hin. Also ich finde es ganz interessant. Ich glaube, vielleicht ist mir jetzt klar geworden, warum ich nicht mehr schaffe zu verzichten, weil ich eben auch schon seit 10 Jahren vegetarisch lebe und auch eine Zeit lang vegan gelebt habe und eben auch schon auf Alkohol, auf Koffein, auf alles Mögliche verzichtet habe. Aber das hat jetzt überhaupt keinen Reiz mehr. Es ist halt so erledigt, abgehakt. Ich habe das mal getan. Und vielleicht finde ich deswegen, also dieses im Sinne von Fastenzeit wirklich klüger zu sehen, was kann man denn vielleicht nochmal an sich ändern oder so. Also es gab ja auch so Sachen wie 7 Wochen ehrlich sein. Gut, damit hätte ich jetzt auch nicht das Problem. Ich glaube, ich bin meistens ehrlich, ich kann gar nicht anders. Aber auch da nochmal zu überlegen oder eben eher zu gucken, was tut mir denn gut. Also vielleicht gar nicht mal ins Leiden zu gehen. Vielleicht ist ja dieses Fasten, ich verzichte auf was auch immer, eher so eine Bewegung zu, ich lebe mal gesünder und dann geht's mir gut. Und vielleicht das mal bewusst zu sagen, so 7 Wochen einfach für mich zu sorgen, ist ja auch ein guter Ansatz. Dann geht es zwar nicht mehr ums christliche Fasten und nicht ums Leiden und was auch immer, aber vielleicht geht es ja am Ende auch in der christlichen Fastenzeit eher darum zu gucken, sich um sich selbst zu kümmern und eher in Beziehung zu sein oder so ähnlich. Genau, ich wollte Jonathan nochmal aufgreifen, nämlich mit dem Reduzieren. Das halte ich für einen wichtigen Punkt, dass eben man nicht diesen Perfektionsgedanken braucht, wenn es darum geht, einen Effekt zu haben. Also eine Reduktion von Fleisch oder von Käse oder was auch immer kann eben schon einfach einen positiven Effekt haben, wenn wir gesamtgesellschaftlich weniger von etwas konsumieren, was aus irgendeiner Form schädlich ist, dann ist das ein positiver Effekt. Das ist halt nicht ein ganz oder gar nicht, sondern eben, da es eben um einen Gesamteffekt geht, muss es halt nicht so 100% prinzipientreu sein, um einen Wert zu haben am Ende. Auch gerade wenn man es halt eine lange Zeit länger als 40 Tage durchhalten kann und dafür halt eben irgendwo an Punkten inkonsequent ist, dann sehe ich es jetzt für mich persönlich ohne eben einen religiösen Hintergrund dahinter als etwas, was eigentlich genauso viel Wert hat oder aber halt auch ohne einen, ich sag mal, extrem durch vegane Ideologie geprägten Hintergrund. Also wenn ich halt ab und an Käse esse oder wenn Leute mir Fleisch anbieten, es annehme, dann fühle ich nicht, dass ich meine Prinzipien breche, sondern einfach, dass eben mein Verzicht keine 100% ist, aber ich im Gesamteffekt halt eben, ja, deutlich weniger konsumiere und damit weniger Anreize biete, es herzustellen. Das ist ja auch eine gesunde Einstellung, auch um die eigene Lebensweise, die ja dann positiv besetzt ist, andere näher zu bringen. Ne? Also es ist nicht so mit der Faust aufs Auge, wie das Leute wie die militante Veganerin oder so machen, sondern es ist dann eher ein positiv zugewandtes Bewusstsein schaffen für etwas. Das finde ich das eigentlich auch sehr gesund. Das macht einen auch menschlich. Das Leiden Christi nachvollziehen, daran bin ich auch ein bisschen hängen geblieben im Verlauf unserer Diskussion. Und dachte mir so, muss man das überhaupt, auch religiös, wir haben ja auch 2 Leute, die nicht religiös sind jetzt hier, und ich übertrage das jetzt einfach mal auch auf eine Gesellschaft und sage jetzt einfach mal, dass die christliche Religion und die christlichen Traditionen die Gesellschaft in irgendeiner Weise beeinflusst haben, scheint man meiner Meinung nach noch zu merken, indem dass heute noch in politischen Diskussionen, wenn man von Verzicht spricht, wie Jasmin das ja gerade so schön mit positiv besetzt hat, dass der meistens negativ mit Leidensfähigkeit konnotiert wird. Und so wie Jasmin das gerade beschrieben hat, oder auch Stadtpoetin vorher, ist es ja eigentlich nicht das, was jetzt gerade in der politischen Debatte irgendwie passiert. Also Strom sparen, weniger Fleisch essen, sich gesünder ernähren oder so, Zucker verzichten bei Zeitiger oder so. Das hat alles wirklich positive Gründe und soll nicht für Leid sorgen. Und trotzdem ist es in der Debatte
Leid besetzt. Oder zumindest wird damit leidhaft debattiert, Jonathan. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das, was mit politischer Mehrheitsbildung zu tun hat, wenn du den Leuten ehrlich sagst, dass wir konsumieren als Gesellschaft zu viel, mehr als wir produzieren können. Und wenn wir so weitermachen, geht der Planet vor die Hunde, dann wirst du einfach abgewählt. Also ich glaube, man muss den Leuten tatsächlich verkaufen. Also unsere ganze Gesellschaft redet immer von unbegrenztem Wachstum. Und jeder nur halbwegs gescheite Mensch weiß eigentlich, dass dieses Gesellschaftssystem, was im Großen und Ganzen, in den großen politischen Strömungen nur noch von Wachstum redet und sei es auch noch so grün, das muss ja irgendwann an ein Ende kommen, weil rein physikalisch der Platz auf dem Planeten begrenzt ist und Ressourcen sind begrenzt. Das kennt der Kapitalismus als System nicht, weil der Kapitalismus aus einer Zeit kommt, wo es das noch nicht gab. Also ich glaube, das ist eine Notwendigkeit des politischen Systems, dass diese schlechten Zeiten sich am besten dadurch sozusagen durchstehen lassen, dass man den Leuten glaubhaft verkauft, dass es irgendwann vorbei ist. Ob das wirklich so ist, steht auf einem zweiten Blatt. Ich glaube eher, dass also für mich zeigt sich, also in diesem, ich nehme diesen Leiden Christi-Gedanken nochmal auf, also der Gedanke, dass eine Gesellschaft von etwas wie Solidarität und Mitleid geprägt ist. Ob das jetzt einen christlichen Hintergrund hat oder einen philosophischen oder einen, was weiß ich, wie gefärbten, ist mir fast egal. Nein, das ist mir nicht nur fast egal, sondern es ist mir egal. Aber eine Gesellschaft, die Mitleid und Solidarität verlernt, verlernt eine Gesellschaft zu sein. Genau, dann sollte man halt eher den Fokus nicht auf das körperliche Leiden Christi setzen, sondern auf das Mitleiden, die Solidarität der Gesellschaft, weil das ja der Akt ist, den Christus vollbracht hat eigentlich. Ne? Ja, ich würde mal kurz die, wo du meintest, mit hier christliche Prägung der Gesellschaft, darauf, also der politische Diskurs ist auch durchaus von christlichen Bildern mitgeprägt und da gibt es natürlich die durchaus sympathischen eben Nächstenliebe-Gedanken, aber es gibt auch die für mich eher erschreckenden kalvinistischen Gedankenbilder, bei denen eben Reichtum als Ausdruck von Gottesgunst gesehen wird und Armut als sozusagen etwas, das man durchstehen muss oder als gerechte Strafe und das man eben überwindet, wenn man in der Gunst Gottes sich befindet. Das ist ein Gedankengut, was durchaus sich in den Grundlagen des Kapitalismus wiederfindet. Nicht notwendigerweise als eben religiös, aber sich halt weiter verbreitet hat. Dazu kommen dann Endzeitgedanken, die eben in gerade in den USA bei vielen Evangelikalen verbreitet sind, die halt eben sagen, ja, die Welt ist begrenzt, das wissen wir aus der Bibel und jetzt ist halt die Endzeit und wir sind cool darauf, damit, dass die Welt untergeht, weil das Himmelreich wartet auf uns. Das ist halt einfach eine ehrliche Meinung, mit denen manchen Leuten da in die politische Diskussion eintreten. Und das ist natürlich absolut nicht zukunftsträchtig, weil es das im Prinzip nicht sein soll. Ja, genau. Also das, was du sagst, Jasmin, nennt sich in Amerika the Prosperity Gospel. Der bekannteste Vertreter davon ist der eine, ich glaube, der Gitarrist, also der Songwriter von Journey, der ist mit Paula, ich weiß nicht, wie sie weiter heißt, die wurde berühmt, weil sie irgendeine Trump-Rede gehalten hat oder für Trump gebetet hat öffentlich in so einer Tele-Worship-Veranstaltung. Das war ganz gruselig und ist auch in unserer, also in zumindest meiner christlichen Bubble ziemlich zerpflückt worden. Das ist aber auch innerhalb des Evangelikalismus sind das die ganz krass üblen Leute. Das muss man jetzt auch mal sagen. Es gibt gerade, vielleicht verlinkt das der Koali auch in den Shownotes, ein spannendes Buch von Thorsten Dietz, das heißt Menschen mit Mission und beschreibt so ein bisschen die durchaus differenziert zu betrachtende evangelikale Welt. Ich gehöre da überhaupt nicht zu.
Aber ein bisschen Differenzierung ist da, glaube ich, gut. Und natürlich ist dieses calvinistisch, also Max Weber war der Erste, der das so rausgearbeitet hat, dass das ein calvinistisches Ding ist. Das ist natürlich ein Problem. Und dieses Hurra, Hurra, die Welt geht unter Pathos, kann natürlich keiner gebrauchen. Völlig klar. Ich würde noch dann darauf erwidern, dass ich den Leuten durchaus vorwerfe, nicht auf die Zugänge, nicht auf den Zuspruch und den Applaus zu verzichten, indem sie halt weiterhin die absoluten Extremisten mittragen und sich nur in ganz, ganz wenigen und dann auch wirklich extrem ausgeschlossenen Fällen von der Republikanischen Partei in ihrem Extremismus, wie sie halt aktuell auftritt. Also, dass sie halt praktisch den Rutsch in den Faschismus mitmachen, obwohl sie es halt aus ihrem Weltbild nicht müssten und natürlich immer die freie Wahl haben und in diesem Fall eben absichtlich oder eben sehenden Auges die absoluten Fanatiker nach vorne holen, und zwar sowohl im politischen als auch im religiösen Sinne. Und da sehe ich halt eben durchaus ja, ein bisschen eine Gier nach Einfluss und Aufmerksamkeit, die da auch mitschwingt. Jetzt natürlich nicht für jeden einzigen evangelikalen Menschen oder evangelikalen Pastor in jeder Kirche, sondern so auf dem ganz großen Bild von mehreren Kirchen, die handeln und einflussreiche Figuren, die handeln. Ich würde da auch noch Amerikas Gotteskrieger als Buch für diese Radikalisierung der Bewegung in den Raum werfen, damit wir nicht die gesamte Sendung damit verbringen, jetzt sozusagen amerikanischen evangelikalen Insider-Talk zu betreiben. Ich finde es immer spannend, dass die amerikanische christliche Gemeinde so viel Einfluss inzwischen in den Medien gewinnt, dass man fast schon meinen könnte, als jemand, der da nicht so durchsteigt, dass das Christentum ist. Und das finde ich mal gefährlich, ne? Also deswegen können wir ruhig verlinken, die beiden Bücher. Wenn ich das schaffe, findet ihr die in den Shownotes. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Aber ich möchte nochmal zurückgehen auf diese gesellschaftliche Debatte mit dem Leid und mit dem Verzicht und nochmal auf diese Jonathan-Christus-Sache übergehen, mit dem Mitgefühl und der Solidarität. Und wenn man diesen Gedanken von Verzicht auf die Gesellschaft überlegt, dann gibt es ja momentan durchaus Strömungen und Bewegungen und Initiativen, die genau diesen Gedanken hochhalten, ohne jetzt spezifisch irgendwie religiös zu sein. Muss es ja auch nicht, hatten wir ja eben auch schon klar gemacht. Und eine davon, würde ich jetzt mal sagen, sind dann diejenigen, die vielleicht auch auf Dinge verzichten, die ihnen auch schwerfallen, wo dann der Leidensaspekt halt auch wieder rauskommt. Wenn ich jetzt an Leute denke, die sich auf Straßen kleben und dann mit ihrer Freiheit verspielen und mit ihrer Unbescholtenheit und körperliche Angriffe aushalten müssen, oder, ja, ne, wenn sie auf Protestbewegungen gehen und sich irgendwie im Hambacher Forst oder so irgendwo anketten oder so. Oder wenn man es ein Doll weit kleiner macht, haben wir gerade eine große Verzichtssache gesehen, die Leute nötigt, vielleicht ist das das richtige Wort, bestimmte Produkte einfach nicht mehr zu konsumieren. Nestle zum Beispiel oder ganz groß in den Medien Hogwarts Legacy, einfach weil es Impact hat, gesellschaftlich und vor allen Dingen immer für eine Sache steht. Wie seht ihr denn das mit dem Verzicht aufgrund von Aktivismus und Verzicht im Sinne von Boykott in der Gesellschaft? Ich sehe da zwei sehr unterschiedliche Ebenen. Ob ich Nestle-Produkte vermeide oder ob ich jetzt gezielt ein einzelnes Produkt boykottiere, das politisch aufgeladen wurde. Sozusagen, ich handle politisch, wenn ich, also Nestle hat sich auch politisch aufgeladen durch sein Handeln natürlich, aber es ist halt einfach so, sie handeln nach kapitalistischen Maximen und sind halt basically Mainstream. Und da, natürlich, da, man kann halt darauf verzichten, um eben im kapitalistischen Sinne eine Botschaft zu senden. Ich sehe den Boykott von Hogwarts Legacy halt eher als ein
hat, wenn wir hier im religiösen Podcast, Schibboleth. Also du nimmst halt etwas als Zeichen, ich spiele das nicht, um mich politisch zu positionieren. Gleichzeitig wurde es von eben J.K. Rowling durch ihre Äußerungen und ihren radikalen Aktivismus gegen Transmenschen mit einer politischen Bedeutung aufgeladen, die dafür sorgt, dass, wenn man es spielt, man sich auch positioniert. Bis zu einem gewissen Grad, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, ob man es privat macht, das ist ja nochmal eine andere Sache, genau wie ich halt eben, ich würde nicht für Nestle-Produkte Werbung machen, aber wenn ich gerade knapp bei Kasse bin und irgendwie aus Versehen mir ein Nestle-Produkt reingeschmissen habe, das für eine Tochterfirma ist in den Einkaufswagen, das ist eine andere Art von Aussage, als wenn ich eben hingehe. Und der Boykott und die Boykottaufrufe dienen in dem Hogwarts Legacy-Fall sicherlich dazu, aufmerksam darauf zu machen, dass es eben eine politische Entscheidung ist, dieses Spiel zu spielen, was eben damit unterstützt wird, was es aussagt, was eigentlich die Inhalte sind, um eben eine bewusste Konsumentscheidung zu ermöglichen. Und das hat halt eben bei Nestle ist wahrscheinlich eben Informationen über dessen, über deren Machenschaften da. Also es gibt unterschiedliche Wege, wie man versucht, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und da kann eben Boykottaufruf der richtige Weg sein bei einem Produkt. Und bei anderen Dingen ist es halt eben radikaler Aktivismus durch Unterbrechen von Verkehrsflüssen. Es sind letztlich halt Wege, um auf Missstände aufmerksam zu machen und eventuell Entscheidungen und Prozesse in Gang zu bringen. Und ich würde den anderen auch etwas Raum geben und nochmal zurückkehren zu dem Thema danach. Stadtpoetin und Zeitiger, was meint ihr denn? Kann man durch den Verzicht Prozesse in Gang bringen? Und ist es nicht auch das, was irgendwie im Fasten auch passieren soll? Ja, ich glaube, der Impact ist am Ende relativ gering. Also ich war lange vorher in der Jugendarbeit aktiv und da waren Boykottaufrufe an der Tagesordnung. Also wir durften keine Cola-Sachen haben, wir durften kein Nestle haben. Es war einfach, ne? Jugendarbeit, also die Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe, waren da einfach sehr bewusst, würde ich sagen. Gleichzeitig hätten sie, glaube ich, schon Hogwarts Le Legacy jetzt gekauft, so würde ich vermuten. Also das gibt ja auch einen klimabewussten Protest, der dann am Ende aber auch nicht so viel Impact hat im Vergleich zu dem, was einfach die Masse an Menschen kauft. Das ist ja immer doch noch ein kleiner Prozentsatz an Menschen, der das überhaupt tut. Und bei Hogwarts, finde ich, muss man auch, also es ist eigentlich dasselbe, aber auch wieder anders, weil der Prozentsatz derer, die das jetzt wirklich aktiv boykottieren, ja doch am Ende relativ gering ist, würde ich meinen. Und ich glaube, die Sache wird größer gemacht. So von den Medien, als sie tatsächlich ist. Also dann gibt es ja auch wieder einen populistischen Gegenaktivismus zu sagen, ah, jetzt gibt es da Boykottaufrufe und so, obwohl wahrscheinlich die Anzahl derer, die das wirklich aktiv dazu aufrufen, das nicht zu tun, doch ziemlich gering ist. So. Und natürlich habe ich irgendwie auch in meiner Jugendzeit Harry Potter gelesen, aber ich würde jetzt trotzdem eben nicht mehr zum Beispiel Merchandise oder Produkte von J.K. Rowling kaufen. Ist ja klar. Ich sehe den Erfolg des Ganzen nicht nur wegen drin, wie wenig Spiele verkauft wurden, sondern dass man es nicht mehr besprechen kann, ohne darüber zu reden, warum ein Boykottaufruf besteht. Also der Aufruf war erfolgreicher als der Boykott selber, aber das ist okay, weil es ging eben darum, J.K. Rowling nicht mehr als etwas Neutrales, weil Harry Potter war so mainstream, dass es neutral wahrgenommen wurde, stehen zu lassen. Und das sehe ich als gelungen. Es gab keinen Artikel darüber, der nicht und wenn es in den Kommentarspalten war, sich aktiv damit beschäftigen musste, was das für ein Spiel ist und wer dahinter steht. Ja, die Frage ist halt immer, auf wessen Schultern man diesen Erfolg auch generiert, ne? Also ich hatte durchaus Mitleid mit einigen Leuten, die sich da, also mit Gronkh oder so, die sich da positioniert hatten und denen einfach Sachen um die Ohren geflogen sind, wo ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen drüber. Aber ich sehe halt auch den Erfolg, den Jasmin gerade schildert, dass das vielleicht auch nötig war, um diesen heftigen Impact zu generieren. Weil der hat nun mal Reichweite ohne Ende und wenn mit dem irgendwas passiert, dann hat das einen Impact, ne? Ja, und besonders hat das einfach auch dafür gesorgt, dass man auch mal genauer anschaut, wer sich wie positioniert hat innerhalb der Debatte. Weil so gesehen haben sich so gesehen alle InfluencerInnen so gesehen mal klar positionieren müssen, auch wenn Gronkh das nicht wollte. Letztendlich ist ja auch es zu ignorieren und sagen, okay, ich möchte neutral sein. Man sagt, ist schwierig, aber kannst du versuchen.
Aber insgesamt war es ja auch ein gutes Brennglas, um auch andere Probleme zum Beispiel im Harry Potter-Universum einfach mal klar zu definieren. Einfach allein schon die jüdisch konnotierten Darstellungen von den Leuten in der Bank. Ja, das war schon immer im Film drin und es wurde abgesegnet damals. Und auch das ist hochproblematisch. Und auch das wurde im Rahmen der Debatte rausgezogen. Nach dem Motto, okay, es ist jetzt nicht nur die Transfeindlichkeit von J.K. Rowling, sondern auch genauso die problematischen Darstellungen und Tropes innerhalb des Universums selbst. Und ich glaube, das hat auch vielen Leuten das Auge geöffnet. Auch so, ich habe ja in der Jugend auch Bücher gelesen, wo ich sage, die will ich heute auch eher kritisch betrachten. Und es hat sich einfach im Grunde des Wandels ergeben. Und mein Beispiel zum Beispiel ist Rat der Zeit, was wunderbar von Amazon umgesetzt worden ist, mit einer sehr diversen Cast. Aber das Problem, dass das Buch selber zum Beispiel Transmenschen eher negativ darstellt oder beziehungsweise es non-binäre Menschen dort gar nicht geben kann, aufgrund, wie das Magiesystem funktioniert, das sind alles hochproblematische Geschichten, wo man sich dachte, okay, aber man muss auch bedenken, aus welcher Zeit stammen die Bücher und wann hat man sie selber gelesen und würde man sie heute noch irgendwann nahelegen? Und das ist halt auch ein Unterschied, wo ja auch Stadtpoetin auch gesagt hat. Natürlich haben wir alle irgendwie Harry Potter gelesen. Aber wir müssen jetzt nicht noch weiteres Geld J.K. Rowling für ihre Kampagne gegen Transmenschen in den Rachen werfen. Und das ist halt ein Unterschied. Also, du hast gerade so schön gesagt, natürlich haben wir Harry Potter alle gelesen. Ich habe zwar die Filme gesehen, aber die Bücher bis heute nicht gelesen, weil ich gerade so alt war. Ich war gerade 14, da liest man keine Bücher, wo ein Elfjähriger der große Held ist. Das ist Kinderkacke. Zumindest habe ich das selbst so betitelt. Aber zwei Sachen fallen mir dazu ein. Erstens ist ja, da gibt es jetzt nochmal einen Link zu dem Topic, das wir vorher hatten. Ist ja, also Transidentität ist ja großes, eigentlich das neue Thema des Kulturkampfes in den USA und auch hier. Also neben J.K. Rowling fallen mir da auch Namen wie Alice Schwarzer ein in Deutschland, die sich genauso furchtbar dazu äußern. Ich auch denke, what the fuck? Also ich glaube auch deshalb gehen bei dem Thema, egal wo man es anspricht, die Leute so an die Decke, weil es eben zum Kulturkampfthema erklärt wurde. Das andere ist, ich glaube, dass Boykottaufrufe und so, das sind ja immer sozusagen Zeichenhandlungen. Und tatsächlich finde ich diese Aufmerksamkeit was Gutes. Und manchmal, also sagen dann Leute, das ist ja voll drüber, das setzt ja, also jetzt bei der letzten Generation, das zieht ja das Anliegen des Protestes in den Schmutz. Wo ich mir denke, ja, Fridays for Future, die waren so brav, da haben die Leute gesagt, es ist doch egal, was die kleinen Kinder sagen, lass doch die Profis mal machen. Als die Wissenschaftler dazu kamen, haben sie dann gesagt, so, ja, die paar Wissenschaftler ist ja auch egal. Und dann ist die Klimabewegung halt, hat andere Mittel genommen und plötzlich sind sie die Bösen. Wobei sie ja eigentlich Terroristen, nur ja. fordern, dass sozusagen Gesetze, die ja beschlossen sind, umgesetzt werden. Mehr wollen sie ja gar nicht. Also, derlei Zeichenhandlungen, also wie gesagt, ich finde es wichtig. Gleichzeitig fällt mir da bei sowas auch immer wieder Adorno ein, der gesagt hat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also irgendwo kippt man immer hinten runter. Also kauft man vielleicht mal keinen fair gehandelten Kaffee oder überhaupt, wenn man Kaffee trinkt, irgendwie wie war das, 1 Kilo Kaffeebohnen brauchen 24.000 Liter Wasser oder 19.000. Völlig astronomisch. Und also dadurch, dass wir auf dem Teil der Weltkugel leben, der einfach dadurch so groß geworden ist, dass wir den Rest der Welt ausgebeutet haben, kommen wir aus der Nummer nicht heile raus. Das ist etwas, was mir zu dieser ganzen Verzichtdebatte einfällt. Und eine Person, die mir sehr gut bekannt war aus meiner letzten Gemeinde, die sagte immer, boah, dieses ganze Gerede von man soll nicht mehr fliegen und dieses Gejammer kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich bin noch nie in meinem Leben geflogen, ich fahre noch nicht mal Auto. Ich kann mir das von meinem Gehalt nicht mal leisten. Also das ist auch, also wenn man sehr, sehr viel hat, auf das man verzichten kann, ist man auch einfach sehr privilegiert. Ja, darauf würde ich eingehen, weil
Wir haben jetzt die ganze Zeit sehr viel über individuellen Verzicht gesprochen, aber letztlich ist auch das eine Taktik, um eben ja die Verantwortung von denen abzuwälzen, die sie eigentlich tragen. Und das ist halt im kapitalistischen System durchaus halt eben zum einen institutionelle Strukturen wie eben Wirtschaftsunternehmen, bis zu einem gewissen Grad Regierung und natürlich die Leute, die auf eine Weise reich sind, dass ihr Verzicht alleine den Unterschied machen würde. Und ja, wer verzichtet auf was, ist halt auch, glaube ich, eine Frage. Und manche Leute müssen halt im Zweifel zum Verzicht gezwungen werden, weil eben Mildtätigkeit in so einem Prachtentfaltungssinne, ich werfe jetzt für mein Seelenheil ein paar Pfennig in die Menge der Bettler. Das ist ja mittelalterlich und letztlich hat es keinen Gesamteffekt. Es geht halt, die Leute werden, denen wird nicht dadurch geholfen. Und ich würde sagen, es ist halt bis zu einem gewissen Grad unmoralisch, dass wir Milliardäre haben und das sollte sich ändern. Und es ist unmoralisch, dass Konzerne eben diese Art von Einfluss haben, den Planeten im Zweifel aus ihrer Entscheidung heraus zu zerstören. Und würde halt Ursula K. Le Guin zitieren, die halt sagte, dass eine Welt ohne Kapitalismus gerade unvorstellbar ist. Aber so war auch eine Welt ohne das gottgegebene Recht zu herrschen für Könige. Das heißt sozusagen, vor einer Revolution oder vor einer Veränderung wirkt halt vieles undenkbar oder unermesslich schwierig, aber letztlich muss es halt, und es hat sich halt auch schon sehr oft gesellschaftlich auf einer fundamentalen Ebene etwas verändert, weil eben der Fortbestand sonst nicht mehr gegeben wäre. Und das geht halt oft mit sehr vielen Umwälzungen und auch Unhöflichkeit gegenüber der Obrigkeit einher, weil muss es, sonst funktioniert es nicht. Und mit Verzicht. Ja. Mir ist eben noch eine Sache klar geworden, vielleicht hole ich die Stadtpoetin damit mal nochmal mit rein, um mal wieder den Schwung zurückzukriegen auf die Fastenzeit. Meinst du Stadtpoetin? Jetzt, wir haben ja gesagt, der Boykottaufrufe sind immer eine Symbol- oder zeichenhafte Handlung, und wollen etwas Positives bewirken. Meinst du, die Fastenaktionen der Kirchen sind Boykottaufrufe? Ja, schön wäre es. Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen im Individualethischen verloren. Also es ist ja ein bisschen witzig, dass es gibt eine EKD-Synode und da wird viel beraten. Und was aber hängen bleibt, irgendwie in den Medien, ist das Tempolimit. Also das ist ja ein Boykottaufruf. Jetzt in dem Fall nicht nach Passt doch. außen. Ja, ne, aber es ist eben nicht nach außen gerichtet ja eigentlich, sondern es war ja eigentlich nur eine Empfehlung an die leitenden Geistlichen. So, ich bin seitdem oft Auto gefahren und ich habe mich jetzt nicht dran gehalten. Darf ich das öffentlich sagen? Ja, kann ich glaube ich sagen. Also es ist ne, so, aber es bleibt halt hängen in den Medien. Es wurde über Waffenlieferung geredet, es wurde auch über Klimaschutz geredet, es wurde darüber geredet oder auch Austausch gesucht eben mit den sogenannten Klimaklebern. Das ist aber alles überhaupt nicht groß rezipiert worden. Aber was hängen bleibt, ist irgendwie das Tempolimit als Boykott. Also diese die evangelische Kirche steht für Verzicht und Boykottieren. Und das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Also auch eben wieder, ne, wie ist die mediale Darstellung? Und eigentlich sollen auch diese Fastenaktion der Kirche soll ja eigentlich kein Boykott sein, sondern eher so eine Selbstindividualausrichtung. Und eigentlich, warum nicht? Also vielleicht wäre es dann doch mal klüger, auch zu gucken, Aber ja, politisch zu entkommen. ist da nicht die Kirche wieder ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre hinterher? Weil dieses individual Ausgerichtete, das hat ja seinen Grund gehabt in einer gewissen Zeit in der Gesellschaft, weil das da halt gesellschaftlich auch ausgelebt wurde, dieses ich mache was für mich. Und dieser Boykott, glaube ich, also wenn man das machen würde, dann wäre man jetzt, wie du das gerade auseinandergedröselt hast mit dem Tempolimit. Ich glaube, da wäre man am Zahn der Zeit und könnte Aufmerksamkeit für die eigentliche Botschaft generieren. Und man lässt da ein bisschen was liegen, oder? Ja, ist halt ein Reichweitenverantwortungsding. Also die Kirche könnte ihre Reichweite sehr positiv nutzen. Und ich sehe das halt auch, also wenn eben das so rüberkommt, dass die evangelische Kirche als Institution das Tempolimit unterstützt, auch das ist halt eine Bewegung und das ist eine Positionierung. Und selbst wenn sie es halt auf einer individuellen Ebene machen, es findet eine Positionierung statt, weil eben diese Äußerung findet im Diskurs statt und ist deswegen ein Pro-Tempolimit. Und ich habe halt auch
wo wir eben Gronkh hatten. Ich habe mit dem kein, als Transperson habe ich mit Gronkh kein Mitleid, dass er sich nicht positioniert. Und ich sehe halt auch Reichweitenverantwortung durchaus bei ihm. Und ich habe auch mit Leuten halt eben kein Mitleid, die sich halt weigern, eine Position einzunehmen, weil das irgendwo schlecht anecken könnte. Dann, nee, manchmal, wir sind halt an einem Zeitpunkt, wo man sich zu manchen Dingen positionieren muss oder sonst ist man halt eben, wie die Evangelikalen in den USA, sieht man halt einfach zu, während es den Bach untergeht. So ist es. So ist es. Jasmin, du hast das gesagt, dass die Individualisierung ja von Konzernen gewollt ist. Es war ja BP, die sich in den 80ern den ökologischen Fußabdruck ausgedacht haben, damit der schön der Einzelne sich darüber zerknirscht oder die Einzelne, was er oder sie jetzt falsch macht und wo er sie besser werden muss, damit das Klima gerettet werden konnte. Und BP hat währenddessen irgendwie im Golf von Mexiko eine Bohrinsel versenkt und so weiter und so fort. Und die machen weiter wie bisher, aber der Einzelne ist schuld. Solange sich da das System nicht ändert, ist das alles nett, was wir machen, aber hat letztlich nicht die Wirkung, die es haben müsste, damit sich tatsächlich was verändert. Und mir hat ja da Corona echt bitter die Augen geöffnet. Also wie weit oder wie wenig weit Solidarität mit Schwerstvulnerablen reicht, wenn es darum geht, eine Maske zu tragen. Das hat mich echt umgehauen. Also, weil wir haben halt, unsere Tochter ist Anfang 2021 geboren und meine Frau hat während des Kaiserschnitts eine verdammte Maske getragen. Dann kann das Heinz-Peter Justin auch beim Einkaufen tun. Also was soll denn die Scheiße? Also wie da sozusagen das Thema Eigenverantwortung, da braucht mir niemand im politischen Diskurs mehr mitkommen, dass das irgendwas bringt, außer ich will meine privilegierte Scheiße so weitermachen wie bisher. Das Konzept ist für mich als politisches Konzept völlig untragbar geworden. Auch in der Kehrseite, dass ich jetzt, wo es keine Maskenpflicht mehr gibt, immer ohne Supermarkt ohne Supermarkt in die Maske gehe. Genau. Ohne Maske in den Supermarkt gehe. Also jetzt fällt es mir ein bisschen selbst auf die Füße oder es fällt mir auf, wie schwer es ist, das durchzuhalten, wenn es da keine Verpflichtung mehr zu gibt. Aber und dass sich die Gesellschaft an der Frage in völlig idiotische Leute und normal denkende Leute spaltet, fand ich tatsächlich gruselig. Warum gibt es eigentlich keinen individuellen Fußabdruck für Firmen? Das wäre eigentlich die viel interessantere Frage, um nochmal aufzulegen. Motto, okay, wenn die sich schon den individuellen CO2-Fußabdruck für Menschen ausdenken, warum haben wir das nicht für juristische Personen, aka Firmen? Das wäre Gibt eigentlich es die sowas interessantere nicht? Frage. Also ich glaube, die haben ja, also so ein bisschen gibt es das zumindest für ein paar Teilbereiche von Firmen, also zum Beispiel Ja, für aber nicht Autos. durchgehend. Aber der Clou ist ja, dass die sich rauskaufen können aus ihrem Eben. Abdruck. Das ist ja das, was die Überleg dir Privatperson mal, ja wie nicht viele kann. Verschmutzungszertifikate verkauft worden sind, als sie noch billig waren. Naja. Selbst wenn es ihn gibt, ihr müsst ja Konsequenzen haben. Der Individuelle hat ja auch für uns keine Konsequenzen, sondern es geht nur darum, eben eine moralische Ebene aufzumachen, dass man eben, dass halt einfach die Schuld auf die Person, auf die Bevölkerung verteilt wird, von den Firmen weg. Und die Firmen fühlen sich halt nicht schuldig, einen hohen Fußabdruck zu haben, sondern die fühlen sich gut damit, einen hohen Kontostand zu haben. Und letztlich, also das ist ein Instrument, das halt nicht für Firmen funktioniert, wenn es keine Konsequenzen hat. Die eine Form von Verzicht, die unsere Gesellschaft weiterbringt, egal in welcher minimalsten Ausprägung, ist gleichzeitig die, die am schwersten umsetzbar ist. Auch individuell. Denn die beste Form von Verzicht ist Machtverzicht, oder? Ja, also glaube ich tatsächlich schon. Also, und das ist wirklich schwierig, also sowohl auf eigene Macht zu verzichten, als auf, also auf Einfluss, weil es in dieser Gesellschaft, so wie es funktioniert, geht es halt nicht ohne. Und die Erwartungshaltung an Menschen sind halt auch, dass sie sich Einfluss oder Macht verschaffen wollen, egal in welchen Bereichen. In der Regel in der Arbeitswelt, aber auch in anderen Bereichen. Das ist extrem schwierig zu durchbrechen. Also ich glaube, viele unserer Strukturen sind
so, wie sie sind, weil Menschen versuchen, ihre Machtpositionen zu erhalten. Und das zu reflektieren und zu ändern, das ist verdammt schwierig. Ich glaube sogar in, ich hätte jetzt ein bisschen Kontakt eben mit Strukturen, die eher basis-, kommunenartig, wie auch immer, funktionieren. Und ich glaube, selbst da gibt es versteckte Machtstrukturen, weil die eben gar nicht so reflektiert sein können, dass dann doch immer zum Beispiel, was weiß ich, der Cis-Mann die Gesprächsleitung hat oder so, ne? Obwohl sie sich den Anschein geben von, es wird immer moderiert und jeder ist mal dran oder so. Aber am Ende werden doch wieder dieselben Sachen reproduziert. Also ich glaube, das ist verdammt schwierig, dahinter zu kommen, das zu ändern. Aber ich glaube, dass nur das kann der Weg sein. Und dann eben im Zuge auch mit Geld und allem anderen, das zu verändern. Soll ich die Gesprächsleitung abgeben? Also ja, bis zu einem gewissen Grad sicherlich ist Machtverzicht schwierig. Ich weiß nicht, ob es der, also ja, natürlich, es gibt Leute, die auf Macht verzichten müssen, aber manche Leute hatten sie halt nie. Also es ist halt, also ich würde eher da eine Punkt. Umverteilung. Ja, ich würde sozusagen natürlich, es geht nicht ohne Verzicht, aber eben eine Umverteilung von Macht und eine Veränderung von Dynamiken sehe ich da als. Also es geht halt nicht notwendigerweise wieder auf Individualisierung. Wir verzichten jetzt auf Macht. Für wen? Warum? Also jetzt ich. Also ja, ich habe durch meine Transition sicherlich mir Einfluss verspielt, so den ich hätte haben können in manchen Bereichen, beruflich oder wo auch immer, gesellschaftlich. Also es war schon durchaus ein merklicher Bruch im sozusagen in meiner Machtfülle, dass ich eben nicht mehr als Cis-Mann gelesen werde. Aber ja, das ist natürlich ein mir geht es dennoch besser. Das war es halt wert. Und genauso, ihr könnt nicht jetzt aufhören, wenn ihr cis seid, cis zu sein. Das ist ein Privileg, das ihr habt. Aber das ist halt in der gesellschaftlichen Struktur, wie sie existiert, ist es halt nicht ein, ich kann das, ich gebe das auf und ich nutze das erstmal, um eine bessere Struktur zu schaffen und mitzuhelfen. Genau wie wir als Weiße auch ein bisschen die Aufgabe haben, unsere Macht, die wir halt haben, als Verstärker einzusetzen für die, die es eben auf dieser Ebene von Diskriminierung nicht haben. Also ich sehe durchaus auch wieder eine Verantwortung in dem Sinne, als dass man Macht erstmal nutzen sollte, aber eben ja vielleicht halt auch für andere. Und der komplette Verzicht ist halt sozusagen Schritt 2, nachdem man Prozesse in Gang gebracht hat. Das ist spannend, dass du das so sagst, weil genau das wir ja in der, also im religiösen, christlich-religiösen Aspekt ja auch wiederfinden. Da ist der Sohn Gottes, der in seiner Lebenswirkung erstmal seine Macht nutzt, um anderen zu helfen, und dann endet am Ende seines Lebens mit dem absoluten Machtverlust, indem er sich töten lässt. Also das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, was du gerade gesagt hast, Jasmin. Denn die Machtfülle zu nutzen, um damit Positives anzustoßen und dann letztlich zu sehen, die krasseste Umwälzung, die ich generieren kann, ist dann aber die Macht abzugeben. Ich würde mich dem insofern anschließen, dass ich ein bisschen, wenn alle die Macht abgeben, dann kreit sich der am meisten Kohle hat oder sonst sowas. Also dann kommt es irgendwann zur Anarchie, das ist das eine. Ich würde auch sagen, Privilegienbewusstsein oder Privilegienverzicht, soweit wie es geht. Natürlich komme ich aus manchen, als Cis-Heteroman komme ich aus manchen Privilegien nicht raus. Noch dazu als Weiße mit Abitur und Studium. Da komme ich nicht raus, aber ich kann es nutzen, damit es sich ändert. Das ist in der Tat das Wichtige. Und das wäre meiner Meinung nach eine große gesellschaftliche Aufgabe. Und du hast gerade schon so schön den christlichen Bogen geschlagen, Koali. Ich nehme dir das immer vorweg, Entschuldigung. Muss ich schon gar nichts mehr zu sagen. Das hast du, also, ja. Wir machen jetzt noch eine Runde und dann, wir sind nämlich schon irgendwie fast bei einer Stunde. Zeitiger fängt an und dann machen wir einmal einen Rundumschlag. Ja, wie gesagt, der Punkt, was ja Jonathan ja auch gesagt hat, ist ja auch,
Die Sache ist eben die Frage der Allyship, wie weit wir eben als cis-weiße Männer eben auch mit der Macht, die wir haben, sie nicht nur einerseits teilen, aber auch mit der Macht, die wir noch nur noch mindestens bei uns verbleibt, aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen eben dafür hinzusorgen, dass die Gesellschaft sich in die richtige Richtung entwickelt. Weil das ist halt die Sache. Mit Macht kommt auch Verantwortung. Und das hatten wir ja gerade schon mit den Influencern gehabt. Die haben eine gewisse Reichweitenverantwortung, dass sie sich positionieren müssen an der Stelle. Und der Punkt ist, wir müssen einfach auch entsprechend uns darüber klar sein. Das ist auch genau, das steckt ja auch hinter diesem Spruch, check mal deine Privilegien, Alter. Da steckt genau das ja drin. Nach dem Motto, seid dir erstmal bewusst, wie viel Macht du hast, damit man auch entsprechend dann darauf reflektieren kann, okay, was mache ich denn jetzt damit am besten? Wie setze ich sie gesellschaftlich konstruktiv im besten Fall um? Und wie sorgen wir dafür, dass es gesellschaftlich auch geahndet wird, die Macht zu missbrauchen? Und das ist halt ein noch nicht geklärtes, also ein Problem, was wir nun keine wirkliche Klärung oder Lösung dafür haben. Und das ist halt das Problem. Und wenn ich jetzt meine ganze Macht abgeben würde, dann hat Jonathan dahingehend schon recht, dann schnappt sie sich halt irgendjemand anders, der sie eben nicht im Sinne der Gesellschaft agiert. Wir sehen diverse Superreiche, die sich einfach lieber Twitter kaufen, statt entsprechend hier einmal die Klimawandel aufzuhalten. Das ist halt die Sache. Macht und Verantwortung und gesellschaftlicher Konsens. Das ist alles eine schwierige Geschichte und deswegen muss man eben das reflektieren. Und es gibt einfach nicht diese Schwarz-Weiß-Geschichte, okay, ich bin jetzt hier privilegiert, sondern nee, die Frage ist halt, was mache ich mit meinen Privilegien? Und daran sollte man mich messen. Ja, das mean. Um den christlichen Bogen jetzt komplett zerschlagen zu wollen, und ich sehe halt auch durchaus revolutionäre Energie im Christentum, es war auch eine marginalisierte Gruppe, die sich in dem Moment in der Zeit gegen eben hegemoniale Herrschaft und bestehende Verhältnisse aufgelehnt hat. Also insofern, man kann da Lektionen auf jeden Fall auch draus ziehen. Ich sehe es halt nicht als unbedingt notwendig, dass es immer ein das Verzicht wird immer als Leid dargestellt. Und ich glaube, das ist halt nicht notwendig, zum Ende halt die Leidensgeschichte da ist. Wenn es einem hilft, sich ins Leidensgeschehen zu projizieren, Macht abzugeben, als sehr privilegierte Person, ja, bitte, tut das. Aber ich glaube, dass es halt letztlich nicht notwendigerweise so sein muss, dass es allen schlechter geht, wenn man die Gesellschaft zum Gerechteren verändert. Oder dass es auch einer Person schlechter gehen muss und durch ihr Leid passiert das jetzt heroischerweise. Das ist halt eine Geschichte, die man sich erzählen kann. Und als persönliches Vorbild und prinzipiell würde ich erstmal sagen, bevor wir über halt Machtverzicht reden, vielleicht erstmal Machtübernahme und gucken, was wir damit anfangen, weil wir haben alle als Menschen unseres Einkommens mehr mit absolut unterdrückten Leuten, mit ArbeiterInnen gemeinsam als mit Milliardären und Großkonzernen. Entschuldigung, Stadtpoetin, wenn ich jetzt mal einmal darauf antworten muss, weil ich sag da Amen zu Jasmin, weil dann genau das ist das, was gemeint war. Dieser Leidensaspekt hat eine spezielle Konnotation, die wichtig ist, aber die ist nicht übertragbar auf uns heute, finde ich. Von daher stimme ich dir da hundertprozentig zu, dass man da nicht unbedingt durchgehen muss, wenn man es nicht will. Der Leidensaspekt hat nämlich diese Konnotation, dass er war in Christus wichtig, damit er sich mit den Leiden der Welt solidarisiert zeigen kann. Das hätte er sonst nämlich nicht, sonst wären die nicht dabei gewesen. Aber das lässt sich halt schwer auf irgendwen anders projizieren, weil das, ne, also da stimme ich dir dann wieder zu, weil dann ist es irgendwie nicht großartig möglich. Ja, ist schwierig. Also ich will jetzt gar nicht so ein dystopisches Schlusswort bringen oder so ein Cliffhanger, aber ich glaube tatsächlich, dass es schwierig ist, weil Macht korrumpiert. So. Und ich das eher erschreckend finde, dass Menschen, die vielleicht vorher in nicht machtvollen Positionen waren, also weiße, cis-hetero-Frauen, wenn sie Macht haben, selber in Positionen sind, wo sie wieder anderen gegenüber, die vielleicht auch marginalisiert sind oder auf andere Weise marginalisiert sind, schaden und diskriminieren. Und deswegen sehe ich es nicht ganz so optimistisch und sage, ich glaube, das wird noch ein weiter Weg sein. So, und ich nehme mich selbst nicht aus. Also je mehr ich selber auch vielleicht Macht habe oder aufbaue, und je privilegierter ich bin, desto schwieriger fällt es mir, das ja auch wieder abzugeben.
Ne? Also es ist echt ein harter Weg, so sowohl individuell als auch vielleicht gesellschaftlich für alle. Weiß ich nicht, was jetzt der Schlusssatz ist, sich vielleicht doch Vorbild zu nehmen an Christus im Leiden oder so, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber zumindest zu sagen, okay, einen Weg zu suchen für sich, wie das gehen kann. Das Gute ist, unser Schlusswort ist ja immer, ist ja jetzt nicht, also die Diskussion, finde ich, können wir jetzt hier schon abrunden, aber unser Schlusswort ist ja immer das Gleiche. Denn wir schließen den Podcast immer mit einer Abschlussfrage. Und da wir alle Rollenspieler sind, passt sie eigentlich auch immer dazu. Unsere immer gleiche Abschlussfrage in jeder Folge ist: Was hat das Ganze denn jetzt mit Rollenspiel zu tun? Und wie können wir das auf unser Rollenspielleben übertragen? Oder welche Lehren ziehen wir aus dem Rollenspiel für die Thematik? Ja, das wird jetzt mal eine harte Nuss. Ja, Verzicht ist letztendlich immer also man könnte es wieder die platte Verzichtsschiene wieder aufmachen und sagen, okay, Verzicht im Rahmen der Postapokalypse ist immer ein schönes Rollenspiel-Setting, aber die Sache mit der Machtkorruption, das wär mal ein interessantes Thema, wo ich gerade überlege, ob ich irgendein Rollenspiel kenne, was irgendwie in diese Richtung gehen würde. Vielleicht sollte man einfach mal auch einfach die Seiten mal wechseln und man stellt plötzlich irgendwann fest, dass man dann doch Schlechtes getan hat und man führt die Mitspielenden so gesehen an der Nase herum und das, was sie vorher getan haben, war im Sinne der initialen Handlung richtig, aber dann im Nachgang war es doch die falsche Entscheidung. Das hatte ich einmal hingekriegt im Rahmen einer Coriolis-Runde, wo die Leute dann etwas runtergeholt haben und dann festzustellen, dass sie versehentlich aber die Menschen vergessen haben zu retten, weil sie keine Zeit mehr hatten dafür. Sie haben lieber die Ladung abgebaut, weil sie dann mehr Geld bekommen hätten. Womit man sagt, Geld korrumpiert, und dann stellt man dann doch NSC-Leben über das eigene. Hat die Leute auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht. Das fand ich dahingehend ganz schön in dieser Runde. Das Coole am Rollenspiel ist ja, dass man verschiedene Sachen ausprobieren kann und verschiedene Figuren und dann vielleicht auch mal in Rollen kommt, die mächtiger sind und privilegierter, als man es selbst im Leben ist. Also zum Beispiel, einer meiner ersten Sessions habe ich einen großen, bärtigen Torwaler gespielt, der dann immer Spaß dran hatte, irgendwelche Leute zu fesseln. Und das war irgendwie ganz cool so. Also das hat mir mehr Macht gegeben, als ich damals im Leben hatte. Es war ganz interessant, auch wenn ich vielleicht sonst lieber so kleine, schmächtige Elfen, die lieber Blumen pflücken, spiele, war das doch mal irgendwie für mich eine gute Position zu sagen, okay, das hat mir auf jeden Fall Macht gegeben. Also vielleicht das auch mal in beide Richtungen einfach auszuprobieren, zu gucken, was macht das vielleicht auch mit mir, eine bestimmte Rolle zu spielen und mal Macht abzugeben. Da kann ich es ja, oder eben Macht anzunehmen. Oder hat die Macht dich da korrumpiert, dein Charakter? Das definitiv. Wenn wir am Anfang davon gesprochen haben, dass die Fastenzeit dazu dient, halt den Leidensweg Jesu nachzuempfinden, bis zu einem gewissen Grad auch ein Rollenspiel. Und möchte ich jetzt halt gar nicht so theoretisch in den Raum stellen, aber bis zu einem gewissen Grad ist es halt, wir nähern uns durch Spiel oder durch Ritual einer Erfahrung an oder einem Headspace. Und das ist etwas, was wir im Rollenspiel auch oft tun. Und Erfahrungen zu machen, auch Grenzerfahrungen, die wir sonst nicht erleben könnten, aber eben im Anschein und in der Geschichte nachvollziehen können. Da sehe ich den großen Wert im Rollenspiel drin und eben auch eventuell den von Kohali eben gesagten empathiebildenden Aspekt davon, einen Leidensweg im Rollenspiel mitzumachen, möchte ich auch gar nicht ja, geringschätzen. Also ich glaube, da ist viel drin, wo eben Rollenspiel auch in den negativen Emotionen, die man erleben kann, oder die scheinbar negativen Emotionen, aber die dann letztlich doch zu einer Katharsis führen, als Nutzen, auch als Werkzeug, um, sagen wir, Herzensbildung für sich selber zu betreiben oder halt auch einfach nur Erfahrungen zu machen. In meiner ersten Runde haben wir irgendwie immer die ganze Zeit so Power-Gaming-Charaktere gehabt, wo man versucht hat, mit den besten Werten irgendwie das Beste aus dem Charakter rauszuholen, damit er möglichst viele Würfel hat. Der geneigte Shadowrun-3-Spieler weiß, dass man im Zweifelsfall mit irgendwie 24 W6 gewürfelt hat. Und je mehr W6 man in der Hand hatte, am Ende passte sie gar nicht mehr, desto cooler war der Charakter. Und bei mir hat sich dann jetzt irgendwie bei dem zweiten Herangehen an auch dasselbe System, da habe ich mal mehr sozusagen versucht, den Charakter wirklich so etwas, ich sag mal, lebensechter zu bauen, mit
paar mehr Skills, die er dann nicht so gut kann und so weiter. Es fühlte sich irgendwie etwas, also es fühlte sich tatsächlich ein bisschen falsch an, noch von meiner ersten Rollenspielsozialisation her. Aber sonst hat es natürlich meine Art zu spielen sehr, sehr erweitert. Sozusagen von da auf die guten Power Gaming Werte zu verzichten, zugunsten eines anderen Spielerlebnisses. Das ist mir dazu zu all dem, was ihr schon Spannendes gesagt habt, wo ich, was ich auch hätte sagen können, ist das nochmal so ein Punkt. Bei, auf den eigenen Charakter zu gucken und zu sehen, worum geht es mir eigentlich? Geht es mir um ein tolles Spielerlebnis oder um eine spielmechanische Optimierung, damit ich möglichst effizient das, was ich tue, effizient tue? Ja, ich würde fast in dieselbe Kerbe schlagen und würde auch den Machtverzicht irgendwie ein bisschen hochstellen, weil ich in meinen Runden gemerkt habe, dass mir das auch am meisten Spaß macht. An gewissen Stellen im Charakter Macht zu haben, klar, aber auch gezielt Machtverzicht zu haben, um da die Geschichten rauszuziehen. Denn aus dem, wo ein Charakter etwas nicht kann, entsteht manchmal mehr an Story als an dem, was er kann. Das habe ich festgestellt. Sei es irgendwie, wenn man ganz platt guckt bei DSA einfach, dass die Nachteile meistens mehr platt generieren als Vorteile. Oder, ne? Oder sei es, wenn man erzählerisch spielt, so wie ich das jetzt in letzter Zeit öfters mache, dass man einfach mal den Mut besitzt zu sagen, das schaffe ich nicht. Gerade, obwohl ich die Macht als Spieler hätte, meine Figur das machen zu lassen, was da gerade Aufgabe ist. Und ich finde, da entstehen so viele spannende Geschichten draus, dass das ja bereichert. Und sonst wäre das Spielen sehr, sehr schnell vorbei und sehr langweilig. Und macht das doch auch mal da draußen, verzichtet mal auf eine machtvolle Aktion und sagt mal, ich kann das nicht. Ja, das wäre mein Wort zum Sonntag. Wie sieht es mit euch da draußen aus? Fastet ihr, wenn ja, was? Und wie steht ihr zu der ganzen Sache mit dem Machtverzicht oder mit der Gesellschaft und ihren Boykott- und Verzichtsaktionen? Wir haben einen ganz großen Rundumschlag gemacht. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Aber das Thema, da habt ihr gemerkt, glaube ich, da steckt so viel drin und wir können da gar nicht so stark ins Detail gehen. Ich bedanke mich bei allen, die heute dabei waren. Ihr wart richtig klasse. Konnten wir gut mit euch quatschen. Und ja, falls ihr da draußen mal mit uns mitmachen wollt, seht ihr ja, ist möglich. Kommt einfach dazu, schreibt mich an oder reagiert auf irgendwie Aufrufe, so wie Jasmin und Stadtpoetin das gemacht haben, dann seid ihr vielleicht auch mal bei einem Thema dabei. Und ihr könnt auch immer Themen vorschlagen, sind dafür ganz viele Sachen offen. Gut, habt ihr noch was zu sagen? Vielleicht sollten wir noch unsere werten Gästinnen auch noch die Möglichkeit geben, wenn man möchte, ihnen weiter irgendwo anders zu folgen. Ja, gerne. Also natürlich sind Ja. alles immer verlinkt noch in den Shownotes, wo ihr die beiden finden könnt. Bei ihren Projekten. Aber macht ruhig mal Werbung, was steht denn da an gerade? Ja, ich würde erstmal den Deutsche Rollenspiel-Podcast Discord name droppen, wo wir uns connected haben dahingehend. Da Ja. hängen deutsche Rollenspiel-Podcasten drum. Wenn ihr mit denen reden wollt oder selber dazugehört, kommt rein. Wenn ihr Podcast seid, kriegt ihr einen eigenen Raum. Und ansonsten findet ihr da viele coole Leute mit vielen coolen Projekten. Das möchte ich name droppen. Gerade heute ist ein Crowdfunding, an dem ich beteiligt bin, gelauncht und finanziert. Das heißt Viva la Queerbar und geht eben um das Schaffen eines queeren Raums. Ist von Plot Bunny Games und auf jeden Fall unterstützenswert. Ansonsten könnt ihr mich bei Nerd ist Ihr Hobby hören, wenn ihr ja mehr von meinen Nerd-Meinungen haben wollt. Ab und an ist es auch da etwas politisch, aber nicht ganz so wie heute. Man kann mir natürlich überall folgen, bei Twitter immer noch, Mastodon, Instagram, TikTok.
Auch. Da gibt es aber eigentlich nur Hunde-Content. Facebook habe ich auch. Also man kann mir überall folgen. Bei mir steht nichts Konkretes an tatsächlich. Aber ich mache immer gerne für die Nerd-Church-Werbung. Das ist so ein ganz kleines Indie-Projekt von ein paar Nerds aus dem christlichen Kontext. Wir haben uns vernetzt und eine Homepage und da gibt es jede Woche eine Andacht mit nerdigen Themen. Da kann man reingucken. Genau, wen das interessiert, wir suchen auch immer noch mehr Menschen, die gern mitschreiben und mitdenken und sich mit austauschen, weil es gerade jetzt so nach pandemisch fehlt Zeit für coole Projekte und deswegen freuen wir uns über Leute, die Lust haben, sich dann noch mit zu vernetzen. Genau, kann ich auch noch mal sagen, in der Church gibt es auch irgendwie Brettspielrezensionen und da gibt es einen ganz ulkigen, komischen Content, den man ruhig mal konsumieren kann, auch wenn man mit Kirche nicht so viel am Hut hat. Genau, aber schaut einfach mal in die Shownotes, checkt die Leute alle aus. Zeitiger und Jonathan kriegt er ja sowieso immer auf die Backe, wenn er hier immer folgt. Von daher. Noch einmal danke fürs Zuhören. Nächsten Monat hören wir uns dann zu einem völlig anderen Thema. Mal schauen, was das wird. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Hey. Tschüss.